approaching 200 miles downrange, 76 miles in altitude. Everything looks very good. So, wir werden jetzt mal das Areal checken. Wir werden einmal rausgehen, rausschauen. Wir haben draußen ja noch gar nichts erkundet. Jetzt habe ich zugesperrt. Na, jetzt ist er offen. Nein, ich bin ein Trottel. Wir werden jetzt mal die Radioteleskope checken. Dazu nehmen wir unser Space Aroma. Ah, cool. Wir checken die Schüsseln. Die Schüsseln werden gecheckt. Das wirkt schon recht groß. Also er hat da sehr viele Alien-Dinger drauf. Schon groß. Okay, wir checken jetzt mal alles ab. Ist ja interessant. Ich kann da anscheinend reingehen. Ich darf das Wort anscheinend nicht so oft benutzen. Aha. Alles klar. Alles klar. Okay. Können wir natürlich aber established. Okay. Help. Aha, das sind meine Befehle, Diagnostik. Achso, okay, das ist überall gleich. Ich glaube, das nutzt uns jetzt noch nichts. Wir gehen da mal wieder. Sonnenuntergang, großer Gott. Jetzt schauen wir, ob es da noch irgendetwas zu erkunden gibt. Da hinten schimmert etwas so komisch, wobei ich glaube, dass das einfach nur ein Grafikfehler ist. Hat das mit Strom zu tun vielleicht? Das schauen wir uns an. Ja, da gibt es schon mal ein Geräusch. Aha. Okay. Cleaning System. Das probieren wir mal. Aha, da wären unsere Solarpanel. Werden da gereinigt. Das ist ja cool. Ja, das wird natürlich alles mit Strom versorgt, ist ja klar. Machen wir da zu wieder. Zu. Wo ist mein Wägelchen da? Das geht ganz schön ab, das Golfkart. Ah, da oben sieht man sogar, wenn ich bremse, okay. Ich glaube, da kann ich nichts machen. Wir steigen aus. Wir gehen in das Haus. Es ist interessant. Ich fühle mich da sicherer, wenn ich zusperre. Was ist denn das? Aha. Wobei das Zusperren mit Sicherheit nichts. Na, das bleibt an. Mit Sicherheit nichts bringt. Denn wenn es hier Außerirdische gibt und diese interstellar reisen können, dann werden die natürlich von seiner Tür bestimmt nicht abgehalten. Wie schaut es denn jetzt eigentlich mit Kaffee aus? Ja. Ja, also ich habe jetzt die ganze Zeit den Becher mitgehabt. Meine Kaffeetasse. Na, endlich läuft er da runter. Gibt es da was zum Erkunden? Das Foto ist wirklich unheimlich da oben. So, ich jetzt gesagt, wir suchen jetzt einmal wieder ein Signal. So, Kaffee ist auch wieder da. Ja, was soll jetzt noch schief gehen, bitte? So, okay. Also, wie war das? So, Scanner. Wir scannen. Aha. Überraschenderweise haben wir eine Anomalie entdeckt. Wir haben es. Es wird analysiert. Weiter rauf! Rauf! Wir haben es. So, jetzt werden wir da ein bisschen herumzwirbeln, glaube ich. Zwirbel, Zwirbel. Genau auf die Lämpchen achten. Ich versuche nicht zu blinzeln. Ah, da war's. Jawohl. Also das schaut gut aus. Er wirft uns jetzt die ersten Koordinaten aus. 123,56. Das tipseln wir jetzt da gleich mal rein. 123,57 haben wir inzwischen. So, dann fahren wir mal los. Also, Start. Okay. Teleskope bewegen sich. Da ist es noch, das Signal. Man sieht es da. Hier ist es. Wirft uns da was aus? Nein, er wirft da noch nichts aus. Und ihr habt gesehen, man muss den Monitor im Auge behalten. Da gibt es ab und zu interessantes Zeug zu sehen. Wir wollen ja nichts verpassen. Wenn wir die ganze Zeit wie Paranoide machen. Schwenk machen. Und Schwenk! Und Schwenk, Schwenk! Hier, scharf. Jetzt werden wir wieder dieses Wort, das ich nicht aussprechen möchte, im Auge behalten. Und Elevation. Was ich ohne Probleme aussprechen kann. Großer Gott! Die Signale sind unglaublich! 100. Okay, das springt ein bisschen hin und her. Da müssen wir dann mal aufrüsten, unsere Systeme. Es wäre mal interessant, wenn wir dann da tatsächlich einmal, dass wir da einmal ein Signal drinnen haben. Das war bis jetzt noch nicht. Aber das werden wir schon irgendwie schaffen.
So, 123, 54, 56 ist noch immer the place to be. Was sind wir? Wir sind 138, 10. Also das erste Wort, Azimut, das könnte vielleicht gleich mal funktionieren. Während das jetzt da links oben im Auge behalten. Also Achtung, zu sehr im Auge behalten. Monitor beobachten. Jetzt kommen wir in die Nähe. Da ist es, da ist es, da ist es. Relativ gut erwischt, zwar nicht perfekt, aber wir sind jetzt auf 123, 8, 5. Dann werden wir da jetzt 123, ja, 123, 9 versuchen wir mal. Ja, da ist es. Also da bleiben wir, das ist das perfekte Signal. Und jetzt brauchen wir natürlich noch die Elevation. Die werden wir auch noch checken. 58 ist sie jetzt momentan. Ja, das ist ein bisschen nervig mit dem Ton. Ich stelle es ab, ich stelle den Ton ab, den braucht man nicht. Jetzt wird es interessant. Bin gespannt, was diesmal passiert. Monitor im Auge behalten. Ufos Urwelt um. Es fängt zu regnen an, okay. Was Neues. Machen wir zur Abwechslung heute mal ein Radio an. Warum auch nicht? Lassen wir nochmal an. Er redet da nicht viel mit uns. Approaching the 30-second mark in our countdown, water pouring on the mark. Das ist ja irgendwie. Will actually start. Engine sequence starts at 3.1 seconds in the countdown. We'll hold down till thrust builds up. 11. Ja, das ist schon cool, aber ich brauche jetzt da keine Raketenstartmusik da. Jetzt wird's ernst, Burschen, jetzt wird's ernst. 58 brauchen wir, 57, 58. Wo bist du, Signal, und was bist du? Monitor? Okay, jetzt geht die Kamera weg. Keine Ahnung, wohin. Wir haben's. Downloading. Okay, you have detected a first signal. Okay, es ist aber nicht unser first signal, aber ist ja wurscht. So, jetzt hat es 730 MB. Ich hoffe, das geht weiter. Jetzt bin ich nur neugierig, wenn ich da jetzt mein Elevation-Ding ein bisschen besser anpasse. Ob das was... Okay, das war zu viel. Also es geht schon so. Gehen wir zurück auf 58. Jawohl, jetzt haben wir es recht gut erwischt, so lassen wir es. Nur ein kleines bisschen fehlt. Ich glaube, in der letzten Episode haben wir das ja auch versucht, down zu laden, aber es ist uns dann abgerissen, das Signal. Da müssen wir sonst, steht jetzt eh rechts oben, vielleicht, wenn man dann einmal was kauft, besseren Server oder keine Ahnung, mit was das da zu tun hat, dann geht es vielleicht ein bisschen schneller. Das werden wir versuchen dann. Da ist es, da! Habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? Schon wieder der Alien. Aber wir gehen jetzt nicht suchen, weil er ist nicht da. Ihr schrecken jedes Mal. Und ich hab nicht gewusst, dass da links jetzt der gleiche Monitor ist wie da, aber das ist praktisch. Dann kann ich das, den Download da im Auge behalten. Jetzt können wir ein bisschen ein Radio einschalten. Go for staging. Go for staging. Oh, das dauert nicht lang. Ich hab wirklich Angst, dass das Signal dann inzwischen wieder uns abreißt, bevor das da alles downgeloadet ist. Und ich glaube, ich kann da auch nichts momentan während dem Download machen, dass das schneller geht. So, einige Zeit später. Wir haben jetzt die 50% Marke überschritten. Ich hoffe, es bleibt so konstant bei den 1,27 MB pro Sekunde und reißt nicht ab. So, jetzt haben wir die 75% Marke geknackt. Also das dreiviertelte Ding haben wir jetzt geschafft. Jetzt kommt, glaube ich, ein Gewitter. Ja, wir haben da einen Blitz. Ich hoffe, dass da gibt es jetzt nichts mit dem Strom oder so irgendwas. Oh je, es blitzt und wir haben knappe 89%. Und beim Stromausfall ist sicher alles weg. So, knapp 95%. Vielleicht haben wir ein bisschen Glück. Na! Das waren jetzt 97%. Ich bin jetzt gespannt, ob das jetzt dort weitergeht oder ob es von vorn anfängt. Das ist ja ein... Okay, es geht weiter. Gott sei Dank. 99%. Es geht sogar im Hintergrund weiter. Okay, was passiert jetzt? Was passiert jetzt? Was passiert jetzt? Wir haben immer noch ein unbekanntes, es ist noch immer ein unbekanntes Signal. Complete. Decoding Binary Data. Decoding complete. Jetzt schalten wir den Radio aus. Also er ist jetzt fertig. Es ist noch immer da, das Signal. Haben wir jetzt da irgendwas bekommen? Jawohl, da ist was. Radio Wave Emission.
So hört sich Signal an. Analysiert ist es nicht. Unbekannt. Es ist sogar ein bisschen unheimlich. Ja, es ist ein bisschen unheimlich. So, okay. Also wir haben jetzt ein Signal endlich entdeckt. Wir haben es nicht richtig analysieren können. Das sind wir noch zu schwach wahrscheinlich dafür. Dafür fällt jetzt die Wiederaufladungsrate quasi. Das ist jetzt bei 50%. Jetzt müssen wir rausgehen und die Panels reinigen, so wie wir es vorher schon gemacht haben. Aber ich hätte gesagt, das machen wir in der nächsten Episode. Ich sage danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.